Howdy Partners, willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2 hier auf Phalanx Streams mit mir, Koji und natürlich unserem Haupt, wie heißt er? Hauptcharakter, Hauptfigur, Arthur. Arthur! Oh, guck mal, wir sind eigentlich auf Linden, oder? Aber. Nicht vor uns. Gehen hier nochmal gucken, was hier so noch so vielleicht so gibt. Hier so, da so. Am Feuer ausruhen. Ey, das scheint wirklich einfach nur so ein Lagerplatz zu sein. Wo man es sich gemütlich machen kann. Ein Plumpsklo. Oder ein Geräteschuppen, oder was ist das? Hm. Oh, guck mal, einen Keller gibt es auch noch. Hier wird Dynamitski gelagert und Kanonenkugeln. Ist das irgendwie ein Fort oder was? Ist das von Soldaten hier oder? Na gut, erstmal weiter. Weiter in Text. Yep. Das sind Bibi und Tina, auch Amadeus und Sabrina. Sie reiten geschwind. Oh, was ist das schon wieder? Oh. Oh, das ist nicht so gut. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Das jetzt was wird? Alter! Ja, tot, ne? Ja. Da war ich irgendwie. Eigentlich war ich der Meinung, ich hätte ganz gut angefangen. Weggeritten erstmal und so, aber die waren so schnell wieder da. Wo kamen die denn her?
plötzlich so auf einmal. Na gut, okay. Neuen Hut aus der Packung. Und dann nochmal weiter. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das möchte ich mir nochmal auf der Karte angucken. Ach, guck mal, wir haben sogar noch einen ordentlichen Weg vor uns. Ist da das Kartenende? Nobody knows, ne? Nobody's gonna know. Oh, guck mal, so mit so einem kleinen See hier so. Schön. Einfach schön. Einmalig. Waffen sind in einem sehr schlechten Zustand. Kostet alles Arbeit. Alles. Den Bums hier am Laufen zu halten. Unglaublich. So weit oben scheint es wieder ein bisschen kalt zu werden. Jetzt da lang? Ach, runter, okay. Oder ist das immer, wenn es um den Bären... Ach, guck mal, das ist der Elchkönig hier. Das war der Bärenkönig, den haben wir schon erlegt. Und dann gab es ja irgendwo nochmal, was haben wir, so ein Fuchskönig, haben wir auch fertig gemacht schon. Wo war das nochmal? Hier war der? Da? Okay, spannend. Sind immer die Elite-Tiere dann mit so einer Krone gekennzeichnet? Was haben wir denn da vorne? Ein Grizzlybär. Wo ist denn schon wieder mein Bärenzeug? Mein Fell und das alles. Ich krieg zu viel. Wenn ich sterbe, ist das weg, oder was?
oder? Das ist ätzend. Das ist aber ein Riesenvieh, ne? Perfekt auch noch. Okay. Also wenn das jetzt wirklich verschwindet, dann raste ich aus. Nee, nee, nee. Ey, was machst du? Hör doch auf. Okay, das will ich jetzt auf jeden Fall verticken hier irgendwo. Ja. Da darf jetzt nichts passieren. Jetzt kommt langsam, glaube ich, auch der Winter wieder. Muss noch ein bisschen was essen, habe ich gerade gesehen. Hier, guck mal, hier ist doch noch so selbstgemachtes Fleisch, das ist aber großartig. That's fine hops. Ja, was auch meins. Finger weg. Krass hier, oder? Sag mal, könnte das hier der Ort sein? Ich habe das Revier eines legendären Tiers betreten. Sollte ich schon mal danach suchen, vielleicht? Ein Wolf. Heiße Quellen gibt's hier. Reckon I got a ways to go. Not far now. Okay, den lassen wir aber erstmal. Oder auch nicht, der lässt uns aber nicht. Schnell weg.
Der hatte Bock. Der Wolfskönig. So, und jetzt möchte ich, brauche ich eine Stadt. Eine kleine. Valentine könnten wir machen. Machen wir Valentine, ja? Oh, nicht darunter. Da müsste ja ein Pelztierhändler geben. Ist schon recht. Irgendwas Aggressives. Ist wieder Wölfe, oder? Habe ich doch schon da oben einen gesehen auf dem Hügel, oder nicht? Oder sah das jetzt nur so aus? Könnte auch ein Felsen gewesen sein. Ich will jetzt kein Geld drauf verwetten. Was nehmen wir denn hier? Die hier. Says to the girl, good morning. You watch now. Ich weiß nicht. No yakking in the market. Newt and Edie takes the wagon now, don't you? Now shut your gulpers and do it right on that ginseng. Makes a right tangle at that, Mal. He surely. Oh, da sind noch ein paar mehr, sehe ich gerade. Suchen wir uns mal eine Deckung. Das lief jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Ah. War gut, der Schuss. Hier drüben. Könnte ein Pfeil für die Flinte sein. Kommt nochmal hoch, glaube ich. Jetzt nicht mehr. So, dann haben wir jemanden in den Fenstern, glaube ich. Der kam gut.
flankieren. Ist eine Hintertür? Oder ein Hinterfenster? Oh, sehr schlechte Sicht. Na, das lief doch einer frei. Gucken wir mal, ob man hier noch irgendwas klauen kann, bevor die Hütte jetzt abbrennt. Hier drüben noch alles. Da ist doch Geld drin. Na top. 11 Dollar. Haben oder nicht haben. So, und die Hütte brennt gar nicht ab, stellt man fest. Nur der Typ brennt ab. Gut. Ich weiß nicht, wen ich hier gerade getötet habe, aber es waren sicherlich keine netten Menschen. Machen hier. Guck mal, die arbeiten noch. Will nicht essen. Ich bin krank, weil ich jetzt Ginseng gegessen habe, oder was? Dein Körper hat sich an die Wirkung einer Pflanze gewöhnt. Verzichte dann einen Tag lang auf den Verzehr dieser Pflanze. Okay. Ach, da oben ist er. Ich dachte schon, ich habe doch hier irgendjemand erschossen. Wollte auch sagen, klang auch wie eine Frau irgendwie. So, dann haben wir da vorne noch das Haus. Da kann man auch noch einer raus. Achso, und hier lag doch auch noch einer. Habe ich den schon geplündert? Ne, haben wir nicht. So. Jetzt hier. Der ist despawned, oder? Ach, guck mal, das ist aber nett hier. Nichts von Interesse. Hintertür. Kisten? Spannende Kisten vielleicht?
Was macht er denn jetzt hier? Wirklich jetzt? Was denn das? Ja, genau. Okay, das hat gut geklappt schon mal. Ja, komm, lassen wir die einfach. Scheiß auf die Kisten. Wir brauchen keine Kisten. Eine Tür hatten wir noch, hier drüben. Pomade, jawohl. Kann ich mir meine Haare jetzt selbst entfetten und muss nicht immer zum Barber gehen. Oh, guck mal, hier ist eine Waffe. Was haben wir denn hier gefunden? Pop Action. Schön. Ach so, und dafür bleibt jetzt was hier? Die doppelläufige. Will man das? Schaden. Zwei ganze Striche Reichweite, anderthalb. Bisschen mehr Schaden. Aber warte mal, Nachladezeit und Feuerrate. Feuerrate, zwei Striche, Nachladezeit. knapp zwei. Warum sollte ich die hier nehmen? Wenn die so. Wir bleiben hierbei, tatsächlich. Ich zwar nur zwei Schuss, das ist ein bisschen doof. Aber die hat einfach mehr. Ich glaube, die hat mehr Bums, oder? Aber da passen noch sieben Schuss rein in die andere. Nee. Hier, gib mal her. Fünf. Fünf Schuss. Tja, was mache ich? Das war ja hier immer so mein Monster, ne? So, damit habe ich ja. Brauche ich nicht. Ah, komm, die Munition ist das gleiche. Was soll passieren? Wir nehmen die hier. Mal sauber machen ordentlich und so. Übers Waffenrad pflegen. Das können wir eigentlich mal hier machen, denke ich. Wir können jetzt mal hier so ein bisschen unsere Waffen pflegen. So. Reinigen. Ach, guck mal, und dann geht direkt auch vieles wieder hoch. Na, dann ist natürlich schon was anderes, ne? Sieht dann schon ein bisschen anders aus. Zurück. So. Die machen wir auch mal. Wir machen direkt mal alle. Guck mal, die Zustände von allen Waffen sind schlecht. Die bräuchte ich nochmal. Oder habe ich mir die schon geholt? Nee. War da auch ganz schlecht. Mal öfter putzen das Ding. Wann habe ich das beim letzten Mal gemacht? Schon ewig her, ja. Dann sieht es sogar gar nicht so schlecht aus. Das wir gleich noch mit dem Scharfschützengewehr dann machen.
Ach, guck mal, da ist die Doppelläufige doch. Hätten wir sie also doch noch. Ach, das geht aber noch tatsächlich. Damit schieße ich aber auch wirklich nicht so oft. Wissen auf der Jagd oder wenn mal so eine Spezialmission ist oder so. Kein Waffenöl. Das heißt, das Reinigen von der fällt dann auch weg. Aber ich bin der Meinung, ich hätte hier irgendwo Waffenöl rumliegen sehen. Mal gucken. Die ist bestimmt siffig, oder? Ne, geht tatsächlich. Okay. Ich meine, hier läge Waffenöl rum. Hier oder in dem anderen Haus habe ich es gesehen. So auf dem Tisch irgendwo lag es, glaube ich. War es nicht sogar hier schon? Nee. Aber findet man immer. Also so Waffenöl. Schon ganz oft gesehen. Ja, ist ja gut. Ach guck mal, da lag doch die Leiche von dem Typen. Oh, der hat aber richtig ins Gesicht bekommen. Okay, doch nicht. Naja, finde ich schon noch. Ja, dann haben wir hier erstmal aufgeräumt. Scheint keine netten Menschen gewesen zu sein. Guck mal, da sind noch Pferde. Da können wir nochmal schauen kurz, was die so drauf haben. Ich hoffe, wir fangen uns jetzt keinen. Lief gut. Hier nochmal schauen. Sehr gut. Pferdeflüsterer. Schön. Guckt euch das an. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle auch schon wieder 30 Minuten um, eine Folge zu Ende. Ja, wir sehen uns zur nächsten Folge. Und nach Valentine den Bären verkaufen. Und dann werden wir nochmal ein bisschen Mission machen, denke ich. Also, bleibt dran. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Ciao.